Wieder eine Abschlussprüfung mit quadratischen Funktionen. Ja, hier haben wir a und c nicht gegeben. Wir haben zwei normale Punkte. Das ist mal ganz gut, am Anfang zu wissen, dass wir keinen Scheitelpunkt haben. Wir setzen einfach mal trotzdem den Punkt a in diese Gleichung ein. Also minus 3 ist das y, minus 2 ist das x, genau an die und an die Stelle, das minus 2. Aufpassen müssen wir hier, dass wir klammern, denn durch das Quadrat wird ein Minus natürlich positiv und da hinten ändert es auch was am Vorzeichen. Also auf jeden Fall immer aufpassen, dass man da die Klammern setzt. So, und jetzt lösen wir halt hier weiterhin nach c auf, aber diesmal ist halt die Variable a noch dabei. Das gleiche machen wir natürlich dann mit dem zweiten Punkt, den hier. Und dann versuchen wir dieses c, was wir hier rauskriegen, da drüben einzusetzen. Hier fasse ich mal zusammen. Minus 2 zum Quadrat gibt 4. Plus 2 mal minus 2 gibt minus 4. Aufpassen aufs Vorzeichen. Dann bringe ich das Ganze rüber, nämlich mit plus 4 und minus 4a. Dann steht da quasi dran, 1 minus 4a ist c. Und das setze ich jetzt hier für das c ein. Und für das 5 Quadrat, dann mache ich 25 und 2 mal 5 ist natürlich 10. Und hier an die Stelle von c kommt 1 minus 4a, das, was ich hier drüben für c rausgekriegt habe. Jetzt habe ich ja nur noch eine Unbekannte, das war der Deal. Ich löse jetzt quasi nach a auf. Das heißt, 10 und 1 fasse ich zusammen und bringe es nach drüben. Das heißt, mit minus 11 rüberbringen. 25a minus 4a fasse ich auch zusammen, ist 21a. Hier sind es minus 10,5a, hier 21a. Das heißt, wenn ich 21 durch minus 10,5 teile, kommt minus 0,5 raus. Aufpassen, manche bringen da 2 raus, weil sie 21 durch 10,5 teilen. Aufpassen, hier muss man 10,5 geteilt durch 21. Dieses a können wir dann natürlich hier drüben einsetzen, wenn wir richtig gerechnet haben. Minus 0,5 mal minus 4 gibt plus 2 minus 3 plus 4 plus 2 gibt also plus 3. Haben wir das c für 3 und wir können unsere Parabelgleichung aufstellen, denn jetzt ist a und c bekannt. Wir können das a und das c hier einsetzen und wir sind fertig. Müssen nur noch kurz die Parabel zeichnen. Das sollte ja kein Problem mehr darstellen. Bei der Aufgabe 1, 2, da geht es dann um die Zeichnung. Wir brauchen hier ein Parallelogramm. Etwas irritierend ist für die meisten wahrscheinlich, dass man erstmal die Punkte a, d und c einzeichnet. Und irgendwie ist von den Punkten b nicht die Rede und trotzdem ist es ja irgendwie funktional abhängig. Hier muss man halt einfach schauen, was sind die Eigenschaften von einem Parallelogramm und die dann einfach anwenden. Denn parallel heißt ja, dass die Seite parallel auch wieder da drüben auftaucht und die genauso da drüben. Das heißt, ich zeichne einfach zu den beiden Seiten parallele Seiten und da, wo sie sich schneiden, muss mein Punkt b1 liegen. Also auf den ersten Blick halt etwas schwierig, aber eigentlich doch relativ leicht. Und dann sollen wir überprüfen, ob das Parallelogramm ein Rechteck ist. Wann ist es denn ein Rechteck? Also ein Parallelogramm wird genau dann zu einem Rechteck, wenn die Seiten aufeinander senkrecht stehen. Man könnte hier auch über Diagonalen kommen, die ja beim Rechteck gleich lang sind. Aber das bringt hier wenig, weil ich ja keine Diagonalen habe. Also nehme ich doch einfach die Steigung von zwei Punkten, von zwei Seiten. Am besten die hier oben, weil da habe ich die Koordinaten. Da unten wird es wenig Sinn machen. Und wenn die Steigungen von den beiden Seiten aufeinander senkrecht stehen wollen, dann muss das Produkt aus beiden minus 1 ergeben. Also stelle ich erstmal die d1-Koordinate auf, denn die habe ich ja noch nicht berechnet, nur gezeichnet. Das heißt einfach minus 0,5 da oben einsetzen, halte ich 1,875. Diese Koordinaten kann ich dann mit meinen Punkten a und c verrechnen, um eben die Steigung zu bestimmen. Also den y-Wert von d, ich berechne gerade die Steigung von a, d1, y-Wert von d minus den y-Wert von a. Und den x-Wert von d, wo haben wir ihn? Hier, minus den x-Wert von a. Taschenrechner eintippen oder man kann sowas auch im Kopf, gibt 3,25. Das gleiche mache ich mit d1c, tue ich jetzt nicht mehr im Genauen machen. Ich habe das jetzt hier mal umgedreht, das darf man natürlich machen. Einfach die y-Koordinaten oben voneinander abziehen und in derselben Reihenfolge die x-Koordinaten unten. Wenn ich jetzt beides multipliziere, kommt nicht minus 1 raus, knapp drunter. Aber dann sind sie auch nicht senkrecht. Also kein Rechteck. Ein bisschen schwierigere Aufgabe, aber einfach bei diesen Aufgaben immer dran denken, was macht jetzt quasi ein Rechteck aus, was ein Parallelogramm nicht hat. Und diese Eigenschaft ist es dann meistens, was man prüfen muss. Bei der Aufgabe 1.3 muss man den Flächeninhalt bestimmen. Ja, und da werden jetzt viele hergehen und sagen, Mensch, das könnte ungefähr, ja, ein Parallelogramm. Ja, ein Parallelogramm kann man ja auch berechnen, steht ja auch drin in der Formelsammlung. Hier ist es halt so, dass die Grundlinie und die Höhe, die man ja eigentlich für eine normalen Formel bräuchte, nicht parallel zur x- oder y-Achse liegt, aber fürs Parallelogramm gibt es ja immer noch diese Formel mit dem Vektor. Aufpassen, dass ich hier nicht die 0,5 hinschreibe fürs Dreieck.
Ich muss den Vektor dna und dnc nehmen, denn von b habe ich ja nichts. Also muss ich, ist schon mal klar, dass ich die beiden Vektoren nehmen muss. Und dann müssen sie beide von d weglaufen, also quasi der Vektor dna. Und dann gehen wir wieder von dn los, dnc. Die Reihenfolge ist natürlich auch wichtig. Wir müssen schauen, zwischen den beiden Vektoren müssen wir gegen den Uhrzeigersinn gehen. Also nehmen wir zuerst das, was am ersten dran ist, und dann drehen wir im Uhrzeigersinn, und das, was danach folgt mit dem Uhrzeigersinn, das ist das hier. Also einfach quasi einen Winkel hier drinnen denken und schauen, wie müssen wir den drehen, und dann ist natürlich das der erste Vektor und das der zweite Vektor. So, das heißt jetzt aufstellen. Wir hätten es natürlich auch anders machen können. Wir hätten es mit zwei Dreiecken berechnen können. Einfach hier die Strecke AC zum Beispiel nehmen, und dann berechnet man einfach das obere Dreieck. Und beim Parallelogramm ist es ja so, dass das quasi kongruente Teilflächen sind. Das heißt, dass die deckungsgleich sind. Also auch hier hätten wir das Ganze mit Dreiecken berechnen können. Dann schaut es aber so aus. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir stellen jetzt erstmal den Vektor AC auf. Ich mache das jetzt nämlich tatsächlich mit Dreiecken. Den Vektor AC und den Vektor AD. Spitze minus Fuß. Warum ich jetzt nicht diese Formel genommen habe, liegt daran, der Vektor dn ist hier einfach zweimal drin. Das gibt quasi zweimal so einen Schlauch wie hier. Und wenn ich die Formel hier nehme, gibt es nur einmal so einen Schlauch, sieht man dran, weil der zweite Vektor, der ist ja fest. AC, den kann ich quasi durch feste Punkte bestimmen. Also kann man auch hier, auch wenn das Parallelogramm eigentlich richtig ist, auf einem Dreieck rechnen. So, und das packe ich jetzt einfach in diese Formel rein. Ich habe aus 2 mal 1/2 natürlich ganz normal was gemacht, nämlich nichts, 1 stehen lassen. Dann muss ich links oben mit rechts unten multiplizieren. Minus, das vergessen ganz viele, also wenn ich links oben mit rechts unten multipliziert habe, Klammern natürlich setzen, kommt ein Minuszeichen, und dann wird links unten mit rechts oben multipliziert, steht so in der Formel. Und dieses Minus unbedingt mittragen. Und das Minus gehört dann ja quasi zur 3,5 dazu und muss quasi auch so bei der Ausmultiplikation von der Klammer, muss das mit berücksichtigt werden. So, der Rest will ich jetzt nicht weiter erklären. Man löst natürlich zuerst die Klammern auf. Ich werde das jetzt nicht einzeln vorrechnen. Hier muss man auf die Vorzeichen achten. Und dann wird einfach nur noch zusammengefasst. Und schon habe ich meinen Flächeninhalt. Ja, und dann kommt natürlich das, was meistens immer kommt. Man soll den maximalen Flächeninhalt bestimmen. Der maximale Flächeninhalt ist ja, also der Flächeninhalt ist erstmal der. Nur, wann wird er maximal? Da muss ich den Scheitelpunkt berechnen. Warum mache ich jetzt hier hinten einen Punkt, Punkt, Punkt? Es steht nämlich in der Aufgabe dran, man soll nur die Koordinaten von D berechnen. Das heißt, es reicht mir der X-Wert. Der Y-Wert, der da hinten rauskommen wird, das ist der maximale Flächeninhalt. Den brauche ich aber nicht. Ich brauche den Y-Wert von D. Also berechne ich erstmal den X-Wert von D. Der steckt nämlich da drin. X ist 1,5. Und dieses 1,5 setze ich dann hier oben ein. 4,875. Das heißt, 1,5 hier für die Xen. Das ist etwas, was immer ganz irreführend ist. Aber beim Scheitelpunkt berechne ich quasi nur den maximalen Flächeninhalt für einen bestimmten X-Wert. Und dieses bestimmte X-Wert steckt ja genau da drin. Und diesen X-Wert muss ich dann da einsetzen, damit ich meine D-Koordinate kriege. Bitte nicht den Y-Wert hier hinten als D-Y-Koordinate nehmen, weil das da hinten ist der maximale Flächeninhalt. Und dann haben wir die Koordinaten fertig. Bei der Aufgabe 1.5, da soll man jetzt ein Parallelogramm zeichnen, wo ein bestimmter Winkel das Maß 25 Grad hat, also nämlich CAD. Das ist ganz leicht, weil wenn ich den Winkel hier antrage, da wo halt dieser zweite Schenkel die Parabel schneidet, da muss der Punkt D2 sein. Nur, wie komme ich jetzt um Himmels Willen auf die X-Koordinate dieses Punktes D2? Winkel ist immer ein klares Zeichen für Tangens. Eigentlich heißt die Formel Tangens Alpha ist gleich MAD. Was ich nämlich hier mache, ist die Steigung von AD2 berechnen. Die brauche ich nämlich später, damit ich diese Gerade AD mit der Parabel schneiden kann. Um nämlich auf die Koordinaten von D2 zu kommen, muss ich hier was schneiden, also muss ich Schnittpunkt bestimmen. Und das ist quasi hier, dieser Schnittpunkt von der Geraden und von dem Winkel. Da kann man drauf kommen, weil eben, und diese Parabel natürlich, da kann man drauf kommen, weil der Winkel eben gegeben ist. Nur, um die Steigung zu berechnen, langt nicht der 25-Grad-Winkel, sondern ich habe das hier schon einzeichnet. Ich brauche den ganzen Winkel bis hier runter. Und nämlich das bis zu einer Parallelen zur X-Achse, das ist immer quasi der Winkel, der die Steigung angibt. Also nur mit Tangens 25 habe ich noch nicht die Steigung von AD2. Ich brauche also quasi noch den Winkel hier unten. Und den kriege ich auch über Tangens Alpha gleich m. Denn dieser Winkel hier unten ist nichts anderes als der Tangens Alpha gleich m
von der Steig, also die Steigung von AC. Und AC sind feste Punkte. Hier kann ich die Steigung berechnen. Und wenn ich diese Steigung von AC habe, kann ich auch den Winkel berechnen, der da unten ist. Den habe ich jetzt Phi genannt, nämlich über den inversen Tangens von genau 0,5. Dann habe ich den zweiten Winkel. Beide Winkel zusammen ergeben jetzt quasi genau diesen Tangens, was ich hier oben gesucht habe, und habe damit meine Steigung von 1,26. Jetzt habe ich die Steigung von der Geraden. Jetzt muss ich nur noch meinen Achsenabschnitt bestimmen. Also nehme ich einen Punkt, das ist natürlich in dem Fall der Punkt A, weil einen anderen habe ich nicht, setze den mit ein, minus 3 ist gleich Steigung mal den x-Wert minus 2 plus t, das ist ja die Unbekannte, damit ist t gleich minus 0,48, das kann ich einfach ausrechnen, die Äquivalenzumformung erkläre ich jetzt nicht. Dann habe ich eine Geradengleichung und die Geradengleichung, die setze ich gleich mit der Parabelgleichung. Aufpassen, ja, nicht der Flächeninhaltsgleichung, das ist eine ganz andere Sache. Ich will ja hier quasi den Schnittpunkt bestimmen, Schnittpunkt zwischen der Parabel und dieser Geraden. Also gleichsetzen, nach 0 auflösen und dann erhalte ich einen x-Wert. X von d2 ist in dem Fall 3,48. Mehr war nicht gefragt. Das war es dann bei der Aufgabe.